Hier ist YouTube mit den Computer Gaming News. Heute im Studio Ozark OD. Jo Leute, herzlich willkommen zu Ozark OD, zu den neuen CGN, zu den Computer Gaming News im Jahr 2020. Und ihr seid wieder live mit dabei. Ich freue mich wirklich, dass ihr eingeschaltet habt und wir gehen auch direkt in den ersten Newsbereich rein, denn League of Legends hat die Season 2020 geöffnet. Das neue Cinematic, was League of Legends jetzt gestern rausgebracht hat, ist richtig phänomenal. Ich habe dazu auch schon was auf Twitter und auch auf Facebook zugeschrieben gehabt. Ich finde es richtig geil. Das Cinematic seht ihr vielleicht gerade hier im Hintergrund und ich muss schon sagen, da hat Riot Games sich mal wieder selbst übertroffen und da haben sie die richtigen Leute und die richtigen Personen an die Entwicklung so eines richtig geilen Cinematics. Also ich sag jetzt mal wirklich, eigentlich wie ein Kinofilm oder wie eine Serie kann man das Ganze schon sehen. Da ich auch in der letzten Zeit häufiger League of Legends bei mir live auf Twitch gestreamt habe, könnt ihr ja auch mir da mal wieder folgen, beziehungsweise euch das Ganze dann auch vom Gameplay her angucken. Ich fand das natürlich oder finde das richtig geil und freue mich auf die neue Season. Ich werde dieses Mal auch ein bisschen Ranked spielen und mal gucken, wo ich mich eintakte. Und naja, auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, was es da Neues gibt. Zu den letzten Informationen, die Riot Games ja ausgegeben hatte, zu den neuen Spielen, sei es Legends of Runeterra oder dem Ego-Shooter-Spiel oder auch zu der animierten Serie, gibt es leider bisher keine weiteren Informationen. Ich bleibe aber dabei und halte euch auf dem Laufenden und sobald es was gibt, werdet ihr natürlich hier in den CGN darüber informieren. Ja, dann, es ist ganz viel passiert diese Woche. Wir haben ja jetzt die erste Januarwoche und es hat die CES gestartet in Las Vegas. Für die Leute, die es nicht kennen, die CES sind die Consumer Electronics Shows, die in Las Vegas immer Anfang des Jahres starten. Dort kommen dann immer die meisten Firmen hin, um ihre neuen Produkte vorzustellen. Natürlich auch immer wieder alle Hardwarehersteller. Das heißt natürlich hier genannt sind das MSI, Gigabyte, Asus, Intel, AMD, ja, zahlreiche weitere Hersteller. Schaut auf jeden Fall dazu mal auf die Webseite der CES, also auf die Consumer Electronics Shows und da werdet ihr auf jeden Fall informiert. Trotzdem möchte ich euch jetzt heute noch mal einen ganz kleinen Einblick geben, was dort die Highlights sind. Wir springen als allererstes in den Hardware-Bereich und zwar hat AMD angekündigt, das mobile Segment oder den Mobile-Bereich aufzuräumen. Letztes Jahr gab es ja die große Ankündigung zu den AMD Ryzen 3000 Prozessoren. Damals konnte oder beziehungsweise waren viele Leute skeptisch, ob das AMD schaffen würde. Jetzt wissen wir ein Jahr später, ja, die haben Wort gehalten und nun geht es in den Konsumermarkt, dort wo die Laptops, Gaming-Laptops bzw. Business-Laptops abgehen. Und dort ist es angekündigt, dass es die Ryzen 4000er Serie geben wird. Diese ist aber natürlich nicht direkt eine neue Produktionsstufe, sondern basiert ebenfalls auf der Zen 2 Technologie, die auch beim Ryzen 3 verwendet wird. Zusätzlich werden aber bei den Ryzen 4000 neue Grafikchips eingebaut, also die neue Navi-Grafikeinheit, die ja auch mit der neuen RX 5800 XT rausgekommen ist. Also da müssen wir so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze verhält und ob auch da AMD Wort halten kann. Das, was präsentiert wurde, sieht aber auch schon sehr, sehr gut aus. Auch der ganz neue AMD Ryzen Threadripper 3990X sieht phänomenal aus und soll hier natürlich die Lücke zwischen dem High-End-Segment und dann dem Server-Segment, also den Epic-Prozessoren, schließen. Da können wir gespannt sein und schauen, was als nächstes passiert. Ich hoffe, ihr seid das auch und wir behalten natürlich den Markt im Blick und wir schauen dann natürlich da auch nochmal, was AMD uns als weiteres zu bieten hat. Ja, dann, lange Zeit war kreativ verschollen. Für die Leute, die es nicht kennen, Anfang der 2000er war für viele Computergamer und vor allen Dingen auch im Ego-Shooter-Bereich Kreativ oder Sound Blaster, falls ihr es noch kennt, eine Marke für sich, die mit vielen Soundkarten, vor allen Dingen im Profisegment, also dort, wo Musik produziert ist, tätig gewesen ist. Damals haben sie aber auch viele Soundkarten für den Gaming-Bereich entwickelt und dort setzt Kreativ jetzt wieder ein. Die neuen Kreativ Sound Blaster-Karten, die jetzt produziert werden und wo man sich natürlich wieder mal gespannt sein kann, ob das vielleicht wirklich für den Gaming-Bereich, sei das für Counter-Strike, Call of Duty oder andere Spiele relevant ist, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und dort gibt es neue Soundkarten. Da würde ich euch auch empfehlen, auf jeden Fall mal reinzugucken, wie sich das Ganze verhält, ob das was für euch ist, ob das preiswert ist, ob das einen Effekt hat oder nicht. Da würde ich auf jeden Fall Tests abwarten, aber die Ankündigung, dass es wieder richtig geile neue Soundkarten auch für diesen Gaming-Bereich geben soll, ist natürlich sehr spannend und fetzt mich natürlich auch ein bisschen mit. Ja, dann will ich euch natürlich auch wieder zum Thema Festplatten informieren, denn es gibt eine neue Samsung Evo. Die Samsung Evo 980 Pro wird es nun auch endlich in einer PCI Express 4.0 Variante geben. Wie ich ja schon angekündigt hatte in meinem Gaming-PC-Video, dass PCI Express 4.0 aufgrund der höheren Schnittstelle extrem hohe Übertragungsraten abbilden kann, soll die neue Samsung SSD NVMe Festplatte dazu bis zu
zu 6,5 GB Schreiben und Lesen abbilden können. Das sind alles natürlich noch theoretische Werte und hier wurde natürlich erstmal wieder was angekündigt. Wie gesagt, das ist ja die CES. Es wird erstmal Produkte vorgestellt. Ob die dann auch am Ende wirklich so schnell sind, wie die Hersteller behaupten, werden dann natürlich die Tests von den einschlägigen Computerseiten feststellen und dann auch in den Tests natürlich beweisen oder widerlegen. Da bin ich aber auch schon sehr gespannt drauf und möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Meine alten Festplatten waren eigentlich alle durchgängig immer von Samsung gewesen und da kann ich immer nur sagen, die haben mich immer sehr zufriedengestellt und wenn natürlich jetzt so eine neue NVMe SSD M2 Festplatte mit PCI Express 4.0 an den Markt geht, dann sollte man das nicht verschmähen, sondern sollte da auf jeden Fall mal die Augen offen halten und da auf jeden Fall auch mal reinschauen. So, wir bleiben natürlich noch immer bei der CES. Es geht jetzt weiter zum Thema Monitore. Denn Asus, vor allen Dingen die Gamer-Marke ROG oder für die Leute, die es auch aussprechen möchten, Republic of Gamers, haben zwei neue Gaming-Monitore präsentiert. Der weltweit erste 360-Hertz Gaming-Monitor von ROG, also Republic of Gamers Asus, soll auf den Markt kommen. Es wurden auch Showtests vorgeführt. Vielleicht verlinke ich euch hier oben links, also wenn ihr hier guckt, das Video von Linus Tech Tips. Wer es nicht kennt, Linus Tech Tips sind der größte Computer-YouTuber aus Amerika. Die haben aktiv getestet, wie der neue Gaming-Monitor sich bei Profispielern von Counter-Strike verhält, ob man wirklich mit mehr Herz und mit einer höheren Bildwiederholfrequenz einen Vorteil hat. Das Video könnt ihr euch separat anschauen. Ich bin in der Meinung, ab einer gewissen Herzzahl macht das nicht mehr so viel aus, aber natürlich im Vergleich zu den standardmäßigen 60 Hertz oder vielleicht 120 oder 144 Hertz sind natürlich 360 Hertz wieder ein Unterschied, den man natürlich sieht, vor allen Dingen in der Smoothness der Bewegungen, sei das jetzt in Counter-Strike oder in Call of Duty oder in Battlefield. Dazu solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal den Bericht durchlesen und auch die technischen Details. Kann ich auf jeden Fall nur jedem Ego-Shooter-Spieler wärmstens empfehlen und da könnt ihr auf jeden Fall die Augen offen halten und euch rantrauen. Wir bleiben dann nochmal bei Asus ROG, denn hier gibt es einen weiteren Monitor, der aus der Masse heraussticht. Und zwar wird es das erstmalig ein IPS-Panel geben, was 170 Hertz in WQHD abbilden kann. Für die Leute, die es nicht genau wissen, WQHD ist diese halbe 4K-Auflösung, also 2000 irgendwas mal 1440 Pixel. Das ist wieder ein bisschen schärfer und ist natürlich dann auch für jede Grafikkarte ein bisschen aufwendiger darzustellen. Aber IPS-Panel waren immer deutlich langsamer als TN-Panel, meistens so immer in den Millisekundenbereich 2-3 Millisekunden langsamer. Dieses IPS-Panel soll bis zu einer Millisekunde Bildwiederholungs-Refresh-Rate haben und dann diese 170 Hertz Bildwiederholfrequenz auf das aktive Bild, was natürlich dann auch wieder für Gamer und Ego-Shooter sehr interessant sein kann. Abgesehen davon, dass IPS natürlich durch satterere Farben und besseren Kontrast ein schärfereres Bild noch bietet als ein TN-Panel, ist das natürlich jetzt eine Abwägungssache, ob man sich damit wirklich mal auseinandersetzen möchte oder ob man das jetzt braucht oder nicht. Ich persönlich würde da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, zu guter Letzt gehen wir dann nochmal zu Intel, weil natürlich neben AMD und dem Hype um die ganzen anderen Hersteller dürfen wir Intel natürlich nicht vergessen. Intel hat jetzt auch auf der CES die neuen kommenden Tiger Lake Prozessoren vorgestellt. Diese sind sozusagen die Nachfolger der aktuellen Serie, also das, was ich schon mal in meinem letzten Video erzählt habe, und zwar die Intel Core i10000er Serie. Ja, wenn wir zurücküberlegen, jede Serie der Prozessoren von Intel hat ja immer eine bestimmte Codenummer gehabt. Also die letzte Serie waren ja mit dem 9900K KS, dem schnellsten High-End-Prozessor von Intel, dann dort abgeschlossen und jetzt wird es im neuen Jahr die 10000er-Serie geben. Trotzdem ist Intel immer noch weit davon entfernt, auf eine niedrigere Produktionsstufe runterzukommen und hängt immer noch in den 14 Nanometern fest. Das ist Fakt und ist auch mittlerweile durch die Fachpresse belegt. Das bedeutet natürlich, dass bei einer höheren Frequenz erstens die TBD, also das, was an Strom verbraucht wird, viel, viel höher werden kann, vor allen Dingen in den High-End-Bereichen, dort, wo die 4,5, 4,7 oder sogar 5 GHz erreicht werden. Und natürlich ist das Ganze nicht mehr so effektiv, was die Cores angeht. Je mehr Cores man hat, desto wärmer wird das Ganze. Deswegen sehen wir auch hier in diesem Bereich maximal 8 Cores mit 16 Threads. Im High-End-Modell sollen es ungefähr 10 sein. Das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig klar und zeigt halt, wie weit Intel noch zurückhängt. Aktuell in der Produktionsstufe dieser 14 Nanometer im Vergleich zu AMD mit 7 Nanometern. Da müssen wir das Ganze auch mal im Auge behalten. Ich finde es gut, dass Intel hier wirklich mal verkackt hat, kann man es einfach mal knallhart sagen, und dass man da jetzt auch mal vielleicht AMD den Vorzug geben kann und jetzt die nächsten 2-3 Jahre sich auf gute Ryzen verlassen kann.
Zusätzlich hat Intel ebenfalls angekündigt gehabt letztes Jahr, dass sie ihre eigene GPU, also Grafikeinheit, produzieren wollten. Diese ist nun auch endlich fertig und auf den Markt ist eine aktuell lüfterlose GPU, die vorgestellt wurde und wird in einem der ersten NUC-Bereichen eingesetzt. Dazu verlinke ich euch auch ebenfalls unten in der Infospalte den Link, dass ihr euch das mal durchlesen könnt. Das ist wieder ein neuer Mitspieler, der auf den Grafikmarkt kommt und damit ja auch diese Monopolstellung von Nvidia mit angreift, was ich ja wieder gut finde, so dass man dann jetzt vielleicht mittlerweile ein Dreiergespann auf dem Grafikkartenmarkt hat. Wie ihr ja schon beim letzten Video gesehen habt, bin ich aktuell sehr kritisch gegenüber Nvidia, obwohl sie eine gute Leistung bringen, aber die einfach viel zu teuer ist und da eine Monopolstellung ausgenutzt wird. In der Hoffnung, dass Intel jetzt vielleicht dort ein bisschen aufräumt, mit hochschickt und ein bisschen was Neues entwickelt, genauso wie AMD, die ja mit ihren neuen Navi Großgrafikkarten rauskommen wollen dieses Jahr, kann man einfach nur sagen, da müssen wir den ganzen Markt beobachten, am besten noch bis Juni diesen Jahres warten, dann werden wir Näheres erfahren, wenn natürlich die Computex in Taipei wieder ist und da wird dann wahrscheinlich auch die Katze aus dem Sack gelassen, was neue Grafikeinheiten angeht. Da bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Behaltet das Ganze mit mir im Blick und somit schließen wir den ganzen Bereich der CES jetzt erstmal ab. Dann kommen wir nochmal zu unserem Lieblingsversender Amazon. Amazon hat jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof einen Rechtsstreit gewonnen und zwar gegen Deutschland. Wie ist das Ganze entstanden und wie hat sich das Ganze zusammengesetzt? Es gab eine Beschwerde von der Verbraucherzentrale in Deutschland, die halt Amazon dazu zwingen wollte, eine klassische Telefonhotline anzubieten, weil, wir müssen es einfach sagen, Deutschland ist voller alter Menschen und voller alter Säcke, die alle nicht in der Lage sind, ein Supportformular im Internet auszufüllen oder einen E-Mail-Support zu genießen. Amazon hat auf ihrem eigenen, Softwarebereich einmal das Supportformular über E-Mail angeboten, aber auch den Live-Chat und da hat dann der Europäische Gerichtshof gesagt, solange die Kommunikationsmittel offen, objektiv und für jeden einsehbar erreichbar sind, muss Amazon keine klassische Telefon-Hotline anbieten. Somit hat der Konzern in diesem Fall gewonnen und damit müssen wir natürlich einfach nochmal festhalten, okay, keiner kann da anrufen, ist aber auch nicht so schlimm, weil bisher hatte ich mit meinen Amazon-Lieferungen keine Probleme. Wir bleiben noch mal jetzt im Social-Media-Bereich und zwar gehen wir zum Thema Instagram. Instagram aber nicht in der App an sich, sondern eher in der Windows 10-Variante. Microsoft hat angekündigt, dass sie die eigene erstellte Windows 10 Instagram-App nicht weiterentwickeln werden. Dahingehend wird diese App irgendwann auslaufen in den nächsten paar Monaten, wird aber durch Windows 10 automatisch ersetzt. Die Windows 10-Variante soll dann als PWA, also als Progressive Web App, weiterhin zur Verfügung stellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es keine direkte Installation mehr auf den Windows 10 Rechnern zu Instagram geben wird, sondern man nur noch über den Webbrowser, also sei das euer Firefox oder Google Chrome oder sonst was, auf die Webseitenverlinkung von Instagram zugreifen kann, diese aber dann aufbereitet für Windows 7 die gleichen Funktionalitäten geben soll. Wann es das Ganze soweit ist und wann das Ganze rauskommen wird, wissen wir aktuell noch nicht, aber auch hierzu könnt ihr euch auf jeden Fall mal den Artikel unten in der Videobeschreibung durchlesen, dann seid ihr auch auf diesem Fall informiert. Ja, und zu guter Letzt möchte ich nochmal den Hardware-Bereich rüberspringen. Wie ihr ja festgestellt habt, habe ich ja mir auch selber einen AMD Ryzen gekauft und nun gab es die erste statistische Auflistung des letzten Quartals im Consumer-Bereich für normale CPUs, also Desktop-CPUs. Und es war wie erwarteterweise, bei Mindfactory sind die 86% aller neu erworbenen CPUs AMD Ryzen CPUs gewesen. Entweder in der Variante 2000 oder in der Variante 3000er Serie. Was jetzt auch nicht verwunderlich ist, denn Intel hat einfach nicht geliefert. Intel hat ja überteuerte Hardware angeboten, jahrelang überteuerte Prozessoren mit wenig Leistungsgewinn in den einzelnen Varianten, den Unterschieden. Und ich bin der Meinung, das tut AMD richtig gut. Wenn man sich den Aktienmarkt dazu anguckt, da will ich jetzt nicht so viel zu sagen, ist aber die AMD-Aktie in den letzten 3-4 Monaten um einige 100 Punkte nach oben gegangen und das ist aber schon ein zweistelliger Prozentbereich, welcher natürlich ja auch für Leute, die sich mit Aktien auskennen, wirklich ein sehr, sehr netter, ja, ich sag mal, Gewinn ist. Ich persönlich finde das auch gut und bin momentan auch wirklich auf der Schiene, dass man AMD wirklich kaufen kann, bin damit vollends zufrieden und wenn ihr es auch seid, dann gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben.
So, das war's dann natürlich mit den Computer Gaming News für den Januar, also für die erste Woche. Die nächsten News werde ich mal gucken, ob ich die in den nächsten 10 oder 14 Tagen aufnehmen werde, je nachdem, wie viel passiert und wie viel sich noch berichten lässt. Wie gesagt, zur CES, zur Consumer Electronics Show, könnte man eine komplette Computer Gaming News alleine machen, aber das ist viel zu viel Umfang und da gibt es dann auch natürlich noch diese Geschichten, die halt ihr vielleicht auf Twitter mitbekommen habt, mit dem neuen Sony PlayStation Logo 5, wo sich alle drüber lustig gemacht haben, oder mit dem vom Sony als ersten entwickelten Elektro Auto, ist aber auch nicht so relevant, dass man es unbedingt erwähnen müsste. Schaut da auf jeden Fall mal auf den gängigen Newsportalen vorbei, da werdet ihr auf jeden Fall informiert dazu und ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr als nächstes in den Computer Gaming News sehen wollt oder was euch sonst noch so interessiert und ansonsten bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch keine Abonnenten meines Videokanals seid, dann könnt ihr das hier oben oder hier oder da nachholen. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Mit einem Abonnement unterstützt ihr diesen Kanal und ihr freut euch natürlich über das, was ich mache. Und ihr werdet informiert, wenn die nächsten Computer Gaming News online sind. Und für heute kann ich dann einfach nur sagen, stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!